Spieltag. Kurzer Blick auf die Aufstellung. Alles drin. Dann geht's los. So, ich habe jetzt gerade noch mal parallel gerechnet. Also das ausverkaufte Haus wäre oder 35.000 Zuschauer wären besser gewesen bei 19 Euro Eintritt als die 28.000 bei 20 Euro Eintritt. So, 1-0 gewonnen. Sehr schön. Sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus, außer dass der HSV da vorne abhaut. Nürnberg als nächster Gegner. Also, 9. Spieltag, auf geht's. Und wir kriegen gleich schon wieder einen reingeschossen in der ersten Minute. Aber wir gehen ja auch diesmal auf Kondition. Eine Trainingssaison. Nachdem wir so schlecht angefangen haben, haben wir das entsprechend deklariert. Und ja, wir versuchen so weit wie möglich überall zu kommen, aber nach Meistertitel sieht das echt nicht aus. Gar nicht gut. Da können wir so stark sein, wie wir wollen. Wir kommen nicht gegen die an. Obwohl wir Technik 99 haben. Wie sieht es im Training aus? Kondition ist hoch, aber keine Ahnung. So, Abwehr ist nicht so gut. Mittelfeld ist besser geworden bei uns oder im Verhältnis. Und gegen den Sturm da hat man ja auch kaum eine Chance. Und das hat sich nicht geändert. Das sieht ganz traurig aus. Ich bin völlig unzufrieden, werdet ihr schon mitgekriegt haben, nur ist ja kein Geheimnis hier. 10. Spieltag, Heim gegen Leverkusen, eine Mannschaft, die wir bisher immer ganz gut geschlagen haben. Die haben wir auch irgendwann mal aus dem... Ja, natürlich, der Torwart kriegt eine rote Karte und ich kann nicht eingreifen. Die schießen 2 Tore und ich klicke mich blöd. Da müssen wir wohl einen... Wen wechseln wir aus? Lagerblum. Ikeng? Nee. Kann man das auch nicht? Definitiv nicht. Lagerblum wechseln wir aus und Enke wechseln wir ein. Ja, das sind ja wirklich Scherzkekse hier. Hm? So, Madsen schießt ein Tor für uns. Also ohne Torwart spielen hat man ja letzte Saison gehabt. Ein paar Spiele. Und da verliert man ja nur. Da kann man nichts anderes machen als verlieren. Schade, das wäre der Siegtreffer gewesen. Das wäre zu gut gewesen. Ich nehme es dem Computer wirklich übel, was er hier veranstaltet mit mir. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Oder ihr lacht einfach über mich, wie ich mich ärgere. Ich hier wie das HB-Männchen an die Decke gehe. Auswärts. Wir haben 4-0 gewonnen. Das kann nur besser werden. Haha. FC Kopa hat eine Chance. In Köln schießt das 1-0. Sehr gut. Jetzt müssen sie schon 6 Tore schießen. Aber ein Torwart kann ja immer noch gesperrt werden. Naja, ein Gegentor. 2 Gegentore. Ich habe gesagt, ne, 6-0 müssen wir gewinnen. Und das Mikro ist an und der Computer hört mit. Habe ich zumindest früher mal gedacht. Ja, was soll ich sagen? Hm.
Na, sieht doch gut aus. 2 zu 3. Wenn wir mal in der Liga ein paar mehr Tore schießen würden, da wäre ich sehr glücklich drüber. 3-3. Habe ich das richtig gesehen? Ja. So, kein Gedanke. Und hier alle Deutschen. Drei Deutsche sind noch drin. Gut. Okay, Legia Warschau scheint nicht so gut zu sein. Ich glaube, die Grauen sind die Top-Mannschaften. Und die Hellgrauen sind die Zweitguten, sage ich mal so. Und die Blauen sind die Amateure sozusagen. So, Ikeng bietet an, von 1 auf 2 Jahre zu verlängern. Ja, machen wir. Okay. Hälfte Spieltag. Bitte einmal die Aufstellung korrigieren. Haben wir neuer Spieler? Wettklo. Wettklo kommt mir auch bekannt vor. 1837 irgendwas. Naldo. Na, den könnten wir hochziehen, ne? Nagy. Oder wenn es ungarisch ist, Notch, wie ich gelernt habe. Pizarro, okay. Also, Naldo könnte man sich kaufen. Dann haben wir Verstärkung in der Abwehr. In der Abwehr brauchen wir aber eigentlich gar nichts. Da haben wir uns versorgt. Sturm wäre ganz gut. Aber das ist, ja, außerhalb unseres Budgets. Und Wettklo zu teuer, als dass wir ihn wieder verkaufen könnten. Schade, schade. Na gut. 11. Spieltag. Auf geht's. Alemannia Aachen. Haben wir nicht an die irgendwen verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Wessels? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zumindest hatten wir ein Angebot von ihnen. 1-0 für Köln. 4 Chancen, ein Tor. 5 Chancen, 2 Tore. Sehr schön. Ich bin etwas beruhigter. Und wir sind auf Platz 8. Da ist noch Luft nach oben und unten jeweils. DFB-Pokal. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen wir spielen. Gegen VfB Lübeck habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Wir spielen heim. Ich lasse den Eintrittspreis so, wie er ist, bei 19. Und lass einfach mal laufen. Wobei, ich könnte noch mal nach Sponsoren gucken. Ich will ja hier irgendwas über 70.000 haben. So, und wenn ich hier gucke, dann weine ich jetzt. Ja, natürlich, weil ich jetzt 220.000 kriege. Okay. DFB-Pokal. 11 Spieler sind aufgestellt. Das ist gut. Das ist besser als gegen Darmstadt. Hätte der nicht meckern müssen, dass ich nur 9 Spieler nehme, ne? Ab 8 Spieler oder so. Mit wie vielen Spielern muss man mindestens antreten beim Fußball? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. DFB-Pokal, sind wir weiter. Und wir spielen gegen Wolfsburg. Kein netter Gegner. Okay, wir sind auch nicht mehr auf Platz 1 mit unserer Stärke, sondern da ist Bayern München jetzt drüber. Und wir gucken mal kurz in unser Training rein. Wir sind immer noch bei Kondition niedriger als Technik. Okay. Wie sieht das hier konditionell aus? Gehen die mal hoch? Ich sehe es nicht.
12. Spieltag. Heim gegen Energie Cottbus. 34.763 Zuschauer und 1-0 für Köln. Das sieht doch gut aus. Diesmal kommt, Leute, wir schaffen das. Ich krieg langsam schon wieder einen Herzschlag. Einen positiven Herzschlag. Positive Vibes. Schafft Köln das? Nein. Nein. Köln schafft das nicht. 6 Chancen. Da kann man nur ein Tor schießen. Das sieht mies aus. Wir haben zwar die Möglichkeit, in den UEFA Cup zu kommen, aber es sieht trotzdem mies aus. 13. Spieltag. 13. Spieltag. Aufstellung steht. Wir treten an. Gegen Hannover 96. Was passiert hier? Köln. 2 Chancen, 3 Chancen, ein Tor. Nicht schlecht, aber schon gleich wieder eine gelbe Karte. Heißt das, dass der Torwart jetzt auch gleich wieder eine rote Karte kriegt? Podolski mit seinem 5. Tor. Da müssen wir mal gucken, wie viel er jetzt in der Liga schon geschossen hat. Ich habe ja auch noch nie einen Torschützenkönig gestellt in den 7 Saisons, die Köln jetzt hier schon spielt. Ein Gegentor ist okay. Akzeptieren wir. Ja, sehr gut. Aber gegen so einen Gegner muss man halt auch gewinnen. Da darf man nichts anderes erwarten. Juan möchte verlängern. Sehr gut. Machen wir. Er verdient ja auch ein Schweinegeld. So, spielfrei. Frankfurt ist an Ikeng interessiert. Da können sie interessiert sein, wie sie wollen. Wenn wir hier nicht irgendwie einen Ersatzspieler finden und für den 1 Million kriegen. Nein, definitiv nicht. Denn das ist hier kein Ersatz. Amri? Nein. So. Die Aufstellung überprüfen, wie immer. Oder wie fast immer, außer wenn man gegen Darmstadt im DFB-Pokal spielt, dann kann man das auch schon mal vergessen. 80, Stärke 80 gegen den FSV Mainz. Gut. Zeigt mal, was ihr könnt. Ich denke, dass jetzt wirklich die Kondition hochgeht. Und wir damit vielleicht noch ein bisschen mehr Stärke kriegen. Vielleicht kommen wir doch irgendwie auf 81 oder so im Schnitt. 2-0. Leute, 2-0. Was ist da los? Es könnte sein, dass ich dieses Spiel gewinne. Gegen Mainz, die nur Stärke 74 haben. 5 Spiele in Folge nicht verloren. Das sieht doch gut aus. Da kann man nicht meckern. 6 Punkte vom ersten entfernt. Da ist noch viel möglich. So, Finke möchte verlängern. Klar, wer 100.000 verdient, der möchte natürlich verlängern. Stärke 83. Wow. Und Podolski Stärke 84. Und Atuba, meine Güte, ich hab's mit den Namen. Stärke 82, auch grandioser Spieler. Also Alushi ist auch Hammer Spieler zurzeit. Nicht schlecht. Schachten ist ja auch enorm gut. Ja. Dann. Wessels ist wieder auf dem Markt. 21 Jahre diesmal. Und wisst ihr was? Der wird gekauft. Wessels für 530.000. Für 4 Jahre. Gibt einen neuen Vertrag. Klasse. Den ziehen wir wieder hoch.
Was haben wir hier noch? Einen 21-Jährigen, aber der ist zu stark. Ja, Wessels. Haben wir wieder in der Mannschaft. War unser Ersatztorhüter, hatte aber fast die gleiche Stärke immer wie Finke. Nur, dass er halt älter war. Na, dann gucken wir mal, was aus ihm wird. Alushi möchte verlängern. Auch das machen wir gerne. Alushi ist 27 Jahre alt, kriegt einen neuen Vertrag. Wenn ihr alle verlängern wollt, wie sieht es mit meinen Sponsoren aus? Nicht gut. Gar nicht gut. Wir brauchen Sponsoren, Jungs, Leute. Also, 15. Spieltag. Heim gegen FC Freiburg. Wir stellen noch mal auf. 27.000 Zuschauer gegen den SC Freiburg. Alushi, sehr gut. Ich wollte auch mal in die Torschützenliste gucken. Nein. Podolski, sechstes Tor. Und Schachten, viertes Tor. 3-0. Wir sind auf Platz 3 oben. Und alle haben gleich viele Spiele. Wir sind 4 Punkte hinter dem zweiten und 6 hinter dem ersten. Was sagt die Torschützenliste? Schachten mit 4 Toren. Weit entfernt von irgendwas. Podolski hat 2 Tore in der Liga geschossen. Jetzt gucken wir nochmal. Hier hat niemand Interesse an einer Top-Mannschaft. Was sagt gerade unser Negativ? Ja, das sieht ganz übel aus. Wenn wir nicht bald hier irgendwelche Sponsoren kriegen, wird das übel ausgehen. So, 80-80, das Duell, Zweiter gegen Dritter. Als nächstes. Erst DFB-Pokal. Wir spielen gegen Wolfsburg. Was sagt unsere Mannschaft? Wir stellen auf. Und los geht's. 11. November. 40.000 Leute in Wolfsburg. Und erste Chance für Wolfsburg. Köln. Was macht Köln? Köln macht noch nichts. Noch keine Chance für Köln. Kommt schon, Leute. 3 Chancen für Wolfsburg. Köln keine Chance. Vierte Chance für Wolfsburg, keine für Köln. Erste Chance für Köln. Köln schießt das 1:0. Völlig unverdient, aber sie machen es. Und immer noch kein Elfmeterschießen für Köln. Wir hatten keine Ahnung. Ja, 8 Saisons. 7,5 Saisons und wir haben noch kein Elfmeterschießen gehabt. Und ich glaube, eine Verlängerung erst. So, gegen Nürnberg. Was kann schon schief gehen? Wir hatten, ich versuche mich zu erinnern, aber es war Legia Warschau. Denke ich. Dann ab in den Europapokal. Auswärts gegen Legia Warschau. Und die legen gleich los mit 2 Chancen. Nee, ich hatte eine Chance. Die haben jetzt 2 Chancen. 3. Mal gucken. Köln kriegt die zweite Chance. Kommt ein Auswärtstor, ist immer gut. Nein. Macht einen Auswärts. Nein, 2:0. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Erzgebirge Aue immerhin 1:1. Das ist gut. Bayern München 2:2. Frankfurt 2:1 hinten.